Hallo zusammen, ich habe hier zwei Kühlschränke, ein Dometic und ein Wemo. Von innen her sieht der etwa so aus und der hier sieht etwa fast gleich aus. Also ich sag mal, wenn man nicht ganz auf die Farbe geht, das ist ein bisschen dünkler. Die Türe ist auch fast gleich. Die Inneneinrichtung. Wir haben zwei Tablare. Hier ist eine Schublade, hier sind zwei Schubladen. Auch das Tiefkühlfach ist hier so. Hier ist es auch so. Das Tiefkühlfach ist zum Rausnehmen. Das Tiefkühlfach muss man diese zwei Bolzen lösen. Dann wäre es auch zum Rausnehmen. Wir sehen hier diese Kingstopp-Nieten, die müssen wir rausziehen und dann kann man das Tabla rausnehmen, für die, die es rausnehmen möchten. Von den Maßen her sind diese zwei Kühlschränke auch gleich. Sie haben eine Breite von 48, eine Höhe über alles von 63,5 und eine Tiefe von etwa 55. Technisch, was ein kleiner Unterschied ist, hier habe ich die Verriegelung in der Mitte von der Türe und hier habe ich eine Leiste über die ganze Länge und hier habe ich die Verriegelung auf der Seite. Die Hebelwirkung ist ein bisschen besser, aber der Nachteil ist, wir haben den Schrank nur rechts gebandet, das heißt die Scharniere nur rechts, links ist ein anderes Gerät. Also da bräuchte ich eine andere Türe, weil der Griff dann hier drüben sein müsste. Wenn wir das Gerät auf der Rückseite anschauen, es ist gleich. Hier haben wir einen Sekop-Kompressor BD35F drin. Mit der Steuerung 650, aber die ist nicht original, da war eine andere drin. Und hier haben wir den BD35K mit der gleichen Steuerung. Der Lüfter ist hier ein Chinese und da ein Chinese. Ob der hier hinten sitzt oder hier auf der Seite, das ist eigentlich nicht das Argument, was für einen oder den anderen spricht. Aber kommen wir zurück zu diesem Kompressor und zu diesem. Der Dometic-Kühlschrank hat ein BD35F drin mit dem Kältemittel R134A. Das hat ein GWP, also ein globales Erwärmungspotenzial von 1400 und irgendwas. Und dieser Kompressor oder dieser Kühlschrank hat den Kompressor BD35K drin. Das ist das Kältemittel R600. Hier ist auch noch R600. Das Kältemittel brennt, also ist brennbar bis explosiv und hat ein GWP von 3. Früher gab es mal die Kältemittel R12. Die kamen, also gehen wir geschichtlich retour. Da hat man experimentiert mit Kältemitteln, zum Beispiel mit Butan. Hier ist Isobutan drin, R600A. R600 wäre Butan. Das war das Problem, die Teile, das brennt, das ist explosiv. Beim Kühlschrank hat es nicht so eine Riesenrolle gespielt, weil damals gab es nicht viele Kühlschränke. Dann kam 1928 das R12, super Kältemittel. Hat aber Chlor drin, was die Ozonschicht zerstört. Dann wurde das FC wie Chlor verboten. Dann kamen die FKW, fluoreszierenden Kohlenwasserstoffe, weil die Wasserstoffe, Kohlenwasserstoff, das brennt. Das hier ist Kohlenwasserstoff, das nimmt das Fluor weg. Das Fluor hat, ist nicht ganz so gut wie R12, aber funktioniert, hat jetzt seit 1990, 95 bis jetzt eigentlich gute Dienste geleistet. Jetzt haben wir die Kohlenwasserstoffe, man hat das jetzt im Griff. Mit sehr kleinen Füllmengen ist das auch kein Problem. Da haben wir auch
Das Explosionsrisiko ist gleich groß, wie wenn einer zwei Feuerzeuge in der Hosentasche hat. Da kann auch was passieren, oder? Früher hat man ja Spraydosen gehabt. Ich sag mal, die in meinem Alter, wir sind früher in die Discos, da waren Mädchen mit so Frisuren. Die hatten alle Haarspray und die haben in einer Haarspraydose mehr Kältemittel rausgelassen, ins Gesicht geblasen. Die sind heute alle gestorben oder wenigstens älter geworden. Und heute ist das hochgiftig. Heute hat man entweder rein unter Druck stehen oder dann feuergefährlich ist dann auch ein Kohlenwasserstoff drin, was hier in diesem Kühlschrank verbaut ist. Wir haben das Problem, dass zum Beispiel der Zoll, der deutsche Zoll beim Import der Ware relativ restrikt und aufwendig tut und Geräte zurückhält, weil sie nicht wissen, was denn da wieder neues Kältemittel kommt. Ob das jetzt erlaubt ist oder nicht erlaubt ist, das wissen sie auch nicht, weil es gibt keine klaren Regelungen. Haushaltsgeräte sind zwar 2015 verboten, bei diesen Schränken ist es noch nicht verboten, je nach Anwendung. Also sobald sie im mobilen Gerät drin sind, sind sie an sich erlaubt. Wenn sie nicht designt sind wie ein Haushaltskühlschrank, ist es erlaubt. Und die stationäre Anwendung, also ein Wohnwagen, ist der jetzt stationär oder nicht, ist eine andere Diskussion. Da ist auch schon komisch. Ja, diese zwei Schränke, die sind technisch eins zu eins am anderen nachgebaut. Wer vorher war, weiß ich nicht. Ich sag mal ganz frech, keiner von den beiden war vorher. Die Lösung ist ganz einfach. Der hier, die haben einfach die Firma Weyco aufgekauft, Wähning und Kompanie. Peter und Theodor Wähning, die hatten keine Nachfolger oder haben den Kindern zu gute Ausbildung bezahlt und die haben dann die Firma verkauft und daraus wurde Dometic, oder Dometic kauft ja alles auf, was bei 5 nicht auf dem Baum ist. Ja, und dieser Kühlschrank hier ist im Prinzip selbe, kommt aber auch von einem chinesischen Hersteller wie der hier. Wie weit das die auseinander sind, weiß ich nicht. Ich will es auch gar nicht wissen, weil die sind wirklich eins zu eins, fast eins zu eins nachgebaut. Es gibt kleine, feine Unterschiede, wie die Ecken vom Profil hier und so weiter. Aber das ist der Kühlschrank ist preislich mit 787 im normalen Bereich. Der Dometic kostet... Du hast den Dometic? Dieser CRX80, so heißt das Teil, der kostet in der Schweiz 1100 und in Deutschland kriege ich den über irgendwie einen Campingshop schon für 900. Hier sind wir dann etwa gleich mit 858 Euro in Deutschland. Bei uns kommt noch die Fracht drauf, sind wir auch bei 900. Bei uns, wir reparieren Geräte, wir haben einen Service und so weiter, was irgendwie ein Internetjob hat oder kann, weiß ich nicht. Klar sagen die, wir haben tausende von Servicestellen, aber die haben meistens gar keine Ahnung, was ein Kühlschrank ist, weil die machen die Klos, die machen die Dachfenster, alles, das ist irgendwie ein Camping-Ausrüster, der noch nebenbei Kühlschränke verkauft. Warum sind wir jetzt in der Schweiz günstiger als in Deutschland? Diese Geräte, beide, die kommen aus China. Wenn die in die Schweiz kommen, wir haben unseren Bundesrat Schneider-Ammann, der ist nach China gerannt, hat gesagt,
Chinesen, ihr seid Freunde von uns, ihr seid ein kleines Land und wir als große Schweiz, wir machen da einen Deal zusammen. Wir machen ein gegenseitiges Freihandelsabkommen. Also die große Schweiz kann jetzt den Chinesen Ware liefern ohne Zoll in China und auch wir Schweizer können bei Gelegenheit mal ein Produkt kaufen aus China ohne Zoll. Das heißt, wenn wir das Gerät in die Schweiz importieren, zahlen wir keinen Zoll auf diesem Gerät. Sobald wir aber dieses Gerät nach Deutschland exportieren oder nach Österreich, sprechen wir von der EU, dann wird Zoll fällig. In der Regel 4,5%. Ich hatte schon das Thema über 8%, weil die haben gesagt, das ist ein ölbefülltes Maschinenteil. Gut. Ne, 4,5% zahlen wir Zoll. Das zahlen wir beim Import in die EU. Nur, hier Dometic zahlt natürlich auch Zoll. Die sitzen ja auch in der EU, wenn es in Deutschland verkauft wird. Und dann kommt es dazu, in der Schweiz haben wir 7,7% Mehrwertsteuer. In Deutschland hier 19, in Österreich wollen die noch mehr Mehrwertsteuer, Märchensteuer. Im Mittelalter hatte man dann Zehnten, das war dann der Zehntel vom Ertrag, den wir an den Fürst abliefern mussten. Heute ist es ein bisschen mehr, aber also auch ein anderes Thema, darf ich mich jetzt nicht äußern. Durch das haben wir hier in der Schweiz tiefere Kosten von solchen Produkten als in Deutschland. Weil wir ja für die deutschen Steuerbehörden Steuern eintreiben müssen. Jetzt sagt sich einer, ja gut, ich wohne hier am Bodensee und ob ich nach Schlatt fahre in die Schweiz oder in Deutschland bleibe und in Gottmendingen bestelle oder abholen, das ist kein Thema, also machbar. Da fahre ich doch die 5 Kilometer in die Schweiz rüber und hole mir das Teil ab. Ja, das ist kein Problem. Ihr könnt das hier kaufen, ihr könnt das hier erwerben. Und an der Grenze könnt ihr dann das anmelden beim Zoll. Also wenn ihr die Ausfuhr anmeldet beim Schweizer, geht es automatisch an den Deutschen. Und da müsst ihr das dann verzollen. Wenn ihr mit dem Teil einfach holt und bei euch im Wohnmobil den alten raus und den neuen rein, dann ist das Steuerhinterziehung. Punkt. Muss ich so sagen. Wenn ihr das Teil kauft und hier Campingferien macht mit dem Wohnmobil, dann ist das, ja, müsst ihr, wenn ihr rausfährt, wieder verzollen. Ja, das ist es. Von dem her, das Teil in Deutschland bestellen, dann kostet einfach ein paar Euro mehr. Ich verlinke euch zu dem Gerät unten unseren Shop in Deutschland und der Schweiz oder in der Schweiz und Deutschland. Dann haben wir ein Gerät, was fast gleich ist, aber kleiner. Das verlinke ich euch hier oben, ein Video dazu, auch im Vergleich von der gleichen Baureihe. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.